Guckt euch das an. Der zieht rein. Guck mal hier. Guck mal, seht ihr das? Das ist doch nicht mehr normal. Guckt euch dieses Sandwich an, Leute. Seht ihr das? Ich weiß es einfach nicht, wie ich euch das am besten erklären soll. Ich esse ab jetzt Bacon. Das ist ein kräftiges Aroma. In Kurzversion einfach erklärt, das schmeckt einfach nur geil. Ich weiß jetzt auch, dass mich wahrscheinlich einige von euch nicht mehr mögen werden. Das ist nicht so schlimm. Da muss ich dann damit leben. Das ist dann halt einfach so. Aber eins hat der Bacon, Freunde. Der schmeckt richtig gut, richtig würzig, richtig kräftig. Und das Allerwichtigste, Leute, er ist komplett halal, Leute. Ja, ihr hört richtig. Wir sprechen hier von Rinderbacon, verehrte Zuschauer. Und zwar Rinderbacon von der Firma Mastercut. Das Ding wird in Italien hergestellt. Halal Italia, verehrte Zuschauer. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet, ich sage euch das ganz ehrlich, um genau zu sein, 30 Jahre meines Lebens. Ich habe mit dem Bruder gesprochen, er hat mir 100% garantiert versichert, alles 100%ig halal. Der hat auch gesagt, kein Problem, die Leute können ihn ruhig kontaktieren, hat er kein Problem mit. Das Geile ist, Leute, die haben nicht nur Bacon im Sortiment, nein, die haben auch schöne, leckere Salamis in verschiedenen Sorten. Und die haben noch sowas, das nennt sich Prosciutto. Das hat auch Bombennährwerte, Leute. Geräuchertes Fleisch so. Was machen wir heute? Wir machen heute so ein leckeres Toast-Sandwich. Das Rezept habe ich von euch, Leute. Und zwar haben mir vor einiger Zeit einige von euch so einen TikTok-Trend geschickt. Das ging auf TikTok viral. Und das machen wir heute einfach. Wir machen das Teil hier mal auf, damit ihr mal seht, wie das... Das sieht doch... Da denkt man ja... Guckt euch das mal an. Das ist made in Italy, Leute. Das Ding kommt aus Norditalien, das Fleisch. Guckt euch das an, Freunde. Ich hoffe, ihr seht das. Hier ist ein bisschen besseres Licht. Seht ihr das Fleisch? Guckt euch die Scheiben mal an, Leute. Wunderschön. Rinderbacon aus Norditalien, verehrte Zuschauer. Wir schauen jetzt mal zusammen, wie sich der Bacon in der Pfanne verhält. Bacon wird ohne Fett angebraten in der Pfanne, weil der hat schon einen hohen Fettanteil. Da brauchst du nicht noch Öl reinzugießen in die Pfanne. Einfach in die Pfanne. Und dann gucken wir, dann braten wir den mal kross an. Ja, Freunde, ich habe euch ja gar nicht die Zutaten gesagt, die wir brauchen. Ich fange hier schon an zu schneiden. Brauchen wir einmal hier, ich schneide sie gerade, eine Frühlingszwiebel, 3 Eier, 2 Toastscheiben, Schmelzkäse, ein bisschen Salz und unseren leckeren Halal Rinderbacon, verehrte Zuschauer. Also der Bruder hat mir gesagt, dass Rewe in Süddeutschland das schon anbietet. Das heißt, wenn ihr einkaufen geht und das seht, wisst ihr Bescheid. Mastercut, okay? Merkt euch einfach die Marke, könnt ihr ruhig kaufen, das ist gar kein Problem. So, gucken wir mal, wie er sich verhält. Ich mache jetzt hier schön kross anbraten das Ganze. Okay. Aha, guck mal. Und noch einer. Seht ihr? Der zieht sich schön zusammen. Guck mal, wie er sich zusammenzieht. Der ist viel, Bruder. Guck mal. Ja. Ihr wollt nicht wissen, wie das gerade riecht, aber ich denke, einige von euch können sich das schon denken. Das ist anders. Der ist auch was für einen deutschen Verbraucher. Ja. Ist halt, denke ich mal, würziger im Geschmack. Kann man mal probieren. Seht ihr das? Haben wir einmal jetzt umgedreht. Wir machen in derselben Pfanne unsere Eier. Ihr wisst warum. Aroma ist noch da vom Bacon. Seht ihr den Bacon, verehrte Zuschauer? Saftig. Ja, ja. So, guckt euch das an. Ich habe extra auf weiße Teller gelegt, damit ihr seht, damit ihr richtig die Qualität seht. Wunderschön. Hm. Weiter geht's. Guck mal bitte, guck mal jetzt. Guckt euch das an. Der zieht rein. Und boah, boah, boah. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, seht ihr das? Das ist doch nicht mehr normal. Die sind schüchtern, Leute. Die sind schüchtern, die ziehen sich zusammen. Die verstecken sich vor euch. Die merken, dass sie Hunger haben. Die merken das. Die ziehen sich zusammen, die süßen Teile. Guck mal hier. Guck mal, wie drehen die. Guck mal. Guck mal bitte. Guck, was eine Rüstung, Leute. Seht ihr das? Wunderschön. Guckt euch an, wie die sich verhalten. Jetzt machen wir schnell die Eier. Ganz schnell, Leute. Das geht schnell, die Eier. Auf die Zocki, sag ich. Die
Zusammenquirlen das Ganze, Leute. Irgendwie ist das ein bisschen zu wenig. Ich mache noch ein Ei, weil die Eier sind klein. Zusammenquirlen das Ganze. Ein bisschen Salz rein. Die Frühlingszwiebeln auch rein, Leute. Ja? So, Leute, etwas Öl in die Pfanne. Das Omelett. Und jetzt? So, machen wir den Toast so drauf. Und dann wird er gedreht und so hingelegt. Umdrehen. Okay? So, so habe ich das gesehen. Und dann, wenn das so einigermaßen fest geworden ist, dann müssen wir das nochmal drehen. Das wird ein Akt, ey. Guck mal die Krossheit von dem Bacon, Leute, der angebracht. Wow. Okay, Leute, probieren wir mal so einen Dreher. Okay, Leute. Oh, ich bin drunter. So kann das was werden. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das war nicht einfach. Der Move war sehr, sehr schwierig. Das ist der nächste Move. Und zwar das Zusammenklappen des Omelettes, damit wir langsam in Richtung Sandwich kommen. So. Oh mein Gott, wir haben das eiskalt hingekriegt. Sandwich. Käsescheiben drauf. Extra so, damit schön schmelzig wird das dann. Und Bacon. Nochmal Bacon. Okay. Und jetzt machen wir das Ganze zu. Das Ganze lassen wir nochmal schön von der einen Seite. Schön, bis schön die gewünschte Bräune ist. Und dann nochmal von der anderen. Guckt euch die Bacons, wie die rausgucken. Ne? Die sagen euch Hallo. Seht ihr das? Wir drehen das mal um. Guckt euch den Kollegen an. Der spielt mit, ne? Das ist ein krasses Rezept. Dieser Style, wie man da fährt. Mir gefällt das. So, Freunde, ich glaube, das reicht jetzt. Hier, ich hole den Kollegen raus. Voila. Guckt euch dieses Bacon Ei Käse-Sandwich an. Wunderschön. Guckt euch dieses Sandwich an, Leute. Das ist doch nicht mehr normal. Ich mache es jetzt in der Mitte auf. Guck mal, wie es lächelt. Lecker. Jetzt schneiden wir den Kollegen in der Mitte mal auf, damit ihr auch seht, wie es drinnen abgeht. So. Seht ihr das? Oh mein Gott! So, Freunde, das Wichtigste, der Geschmackstest, ja? Voll in Bacon, Ei, Käse, alles rein, okay? Bismillah. Boah. Oh mein Gott. Das schmeckt einfach nur heftig, Leute. Eine kleine Verbesserung, nimmt nicht diesen Schmelzkäse, nimmt richtigen Gouda. Mach mal rein. Leute, wenn ihr Interesse habt an so einem leckeren Halal-Rinderbacon, dann checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Das ist bestimmt auch interessant für Leute, die einen Burgerladen haben. Oder einen Sandwichladen haben, Leute. Der Bruder ist offen, ihr könnt ihn auch gerne kontaktieren, Fragen stellen, wie ihr Lust habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.